Der frühe Vogel fängt den Wurm, hat mir meine Oma gesagt, die immer um 5 Uhr morgens aufgestanden ist. Diesen Spruch habe ich nie ernst genommen und habe immer gerne geschlafen. Ich war immer so ein Mensch, der den Wecker nicht hörte, auch wenn er 20 Mal geklingelt hat und er ständig auf Snooze-Taste gedrückt hat. Ich war immer so ein Mensch, der Wecker möglichst auf spätere Uhrzeit gestellt hat, damit ich möglichst mehr schlafen konnte, der mehr als 8 Stunden schlafen konnte und trotzdem immer müde war und der immer morgens zu spät war und der abends frühestens um 12 Uhr erst im Bett war. Bis mir in meinem Leben was passiert ist. Dieser Moment, plötzlich ein neues Leben in der Hand zu halten, ein warmes, winzig kleines Leben, was von jetzt an komplett von dir abhängig ist. Man spürt Erleichterung, Stolz, wachsende Verantwortung und das Verständnis, mein Leben wird nie wieder so sein wie früher. Plötzlich war das Leben auf den Kopf gestellt. Nachts war man oft wach und hat aber tagsüber geschlafen. Tag und Nacht, Nacht und Tag, Tag und Nacht, alles war durcheinander. Und die Zeit hat sich wie ewig lange Tage angefühlt. Die Wochen wie Monate und die Monate wie Jahre. Zumindest war das bei mir mit meinem ersten Kind so. Und als der Rausch vorbei war und die Tage sich langsam reguliert haben und eingestellt haben, habe ich gemerkt, dass ich gar keine Zeit für mich selbst habe. Dass ich nur mit meinem Kind die Zeit verbringe oder mit dem Partner oder mit jemand im Raum. Am Anfang war das okay für mich so. Ich war die neue Mutter, dann habe ich zweites Kind bekommen. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, da fehlt mir was. Ich kann so weiter nicht machen. Meine Lösung war, morgens um 5 Uhr aufzustehen. Aber warum tue ich mir das an? Ich kann die ersten Minuten des Tages in Ruhe das Bad genießen, in Ruhe mich frisch machen und mich auf meinen Tag konzentrieren. Als ich gemeinsam mit den Kindern aufwachte, war das einfach kein guter Anfang in den Tag. Ich war reaktiv. Ich habe gleich mit Kindern das Morgenritual gemacht, ohne dabei an mich zu denken. Wie geht es eigentlich mir? Wie habe ich geschlafen? Was habe ich geträumt? Was steht heute an? Dafür hatte ich keine Zeit und keine Klarheit im Kopf. Ich habe nur auf die Bedürfnisse meiner Kinder reagiert. Jetzt beschäftige ich mich erstmal mit mir selbst. Morgens bin ich auch viel motivierter. Der Wille ist am stärksten. Und gegen Abend lässt der Wille sehr nach. Von daher fällt mir die sportliche Aktivität morgens viel leichter als abends. Ich mache keine volle Sportstunde. Meistens ist es nur 20 Minuten Workout oder ich gehe joggen. 20 Minuten ist nicht viel, aber diese 20 Minuten verändern komplett meinen ganzen Tag. An diesen Tagen, wo ich das Sport mache, bin ich viel motivierter. Ich bin stolz drauf, dass ich mich morgens überwunden habe. Die Glückshormone werden ausgeschüttet und man fühlt sich glücklich, motiviert und voller Tatendrang. Wir leben in der Welt der Ablenkung und ich glaube, wir sollen uns am meisten darauf fokussieren, unsere Energien zu steuern. Wohin lenken wir unsere Aufmerksamkeit? Der Sport gibt mir die Möglichkeit, fokussiert zu bleiben. Was ich jetzt noch angefangen habe zu machen, ist nach dem Sport im Tagebuch zu schreiben. Das hilft einem sehr, die Angstzustände loszuwerden, Gedanken zu strukturieren, neue Ideen aufzuschreiben und ist eine einfache Möglichkeit, sich aussprechen zu können. Oft, wenn man redet, werden die Gedanken besser strukturiert und man bekommt Klarheit. So redet man mit seinem Tagebuch und kann sich seine Gedanken besser strukturieren.
Es ist erst kurz vor 6 Uhr morgens und ich habe bereits so viel geschafft. Man hat ein komplett anderes Gefühl, als wenn man 10-mal die Snooze-Taste gedrückt hat und sich aus dem Bett ins kalte Bad rausschleppt. Und dann kommen noch gleich die Kinder, obwohl man selber noch halb wach ist. Hier mache ich noch meine Morgenroutine nach Fly Lady. Jeden Morgen wird das Bad schnell aufgefrischt. In diesem Video zeige ich das ausführlich, wie mein Morgen für mich nach dem Fly Lady Putzsystem aussieht. Ich habe gerade geduscht und ich merke, wie trocken meine Haut nach der Dusche ist. Das passiert mir immer im Herbst und im Winter ist noch schlimmer. Sogar, also meine Hände werden richtig, richtig trocken und meine Haut spannt so richtig. Und ich brauche immer eine gute Pflege in diesen Wintermonaten. Und ich muss sofort was auftragen. Seit einigen Monaten teste ich bereits wunderschöne Creme von Beauty Mates. Die finde ich wirklich toll. Die spendet so viel Feuchtigkeit meiner Haut. Meine Haut fühlt sich richtig glatt, wenn ich die Creme aufgetragen habe, weil die Creme, das ist eine Hyaluroncreme und polstert diese trockene Haut sehr gut auf. Die Fältchen werden auch geglättet und man fühlt die Pflege sofort. Die ist ziemlich ausgiebig, nicht sehr leicht in der Konsistenz, aber ich finde das gerade toll für diese kalte Winter- und Herbstmonate. Das ist ein Pretty Eye Set. Besteht aus Augenlifting Booster und Hyaluroncreme Booster. Das Augenlifting Serum strafft das Augenlid und beinhaltet Niacinamide, die für Stimulation der Kollagensynthese verantwortlich sind. Zusätzlich hilft das Serum, die Augenringe zu reduzieren, die ich ziemlich oft inzwischen habe. Dieses Pärchen kann man unterschiedlich anwenden. Als Intensivkur, indem man 1 bis 3 Tropfen des Boosters auf das Gesicht direkt aufträgt. Oder in Kombination mit der Creme. Ein paar Tropfen des Boosters in der Handfläche mischen und danach auf das Gesicht auftragen. Mit meinem Code bekommst du 30% Rabatt auf den gesamten Einkauf von Beauty Mates Produkten. Oh, die Haut fühlt sich jetzt sehr gut an, es spannt gar nicht mehr. Es fühlt sich wirklich mit Feuchtigkeit versorgt. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Kosmetik Naturkosmetik sein soll. Ich bin seit 10 Jahren bin ich umgestiegen auf Naturkosmetik. Es betraf die Haare und die Haut und ich will nicht mehr zurück eigentlich, weil es fühlt sich ganz anders an und ich achte sehr drauf auf die Wirkstoffe. Und bei Beauty Mates wird auch auf die Inhaltsstoffe geachtet. Die Wirkstoffe sind vegan, es sind cruelty-free, ohne Tierversuche, ohne Parabene, Silikone oder PEG-Inhaltsstoffe. Und die Kosmetik wird in Deutschland hergestellt und das finde ich auch ganz toll. Und ich fühle mich echt gut gerüstet für den Winter. Das hier ist für die Augen, die haben aber auch Retinol, das bräuchte ich auf jeden Fall, würde ich gerne ausprobieren. Und Poren-Minimizer. Meine Poren sind ziemlich groß und ich glaube, das wird mir auch gut tun. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Pflege deine Haut benötigt, kannst du den Produktberater von Beauty Mates nutzen. Nachdem du die Fragen beantwortet hast, erhältst du Produktempfehlungen zu deiner Haut. Falls du auch Beauty Mates ausprobieren möchtest, bekommst du von mir 30% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Mit meinem Code Nadia30 kannst du auch 30% einlösen. Ich werde die ganzen Produkte, die ich verwendet habe, in der Infobox verlinken. Falls du Interesse hast, kannst du gerne nachschauen. Muss mir noch was anziehen. Man merkt, dass es November ist und dass es kälter geworden ist. Und ich habe eigentlich immer gedacht, dass es Nachteulen gibt und Lerchen gibt. Und es gibt Menschen, die einfach
so geboren sind und gehen einfach spät ins Bett und die anderen Menschen haben genetische Veranlagung, früher aufzustehen. Und ich habe eigentlich verstanden, dass es alles Bullshit ist. Also man kann genauso sich umstellen. Und ich habe mich immer für eine Nachteule gehalten. Als ich in der Schule war oder später studiert habe, bin ich immer sehr spät ins Bett gegangen. Meistens war es 12 Uhr oder sogar später. Und kurz vor den Prüfungen war das auch mal 2 oder 3 Uhr morgens oder sogar 5 Uhr morgens. Also die Uhrzeit, wo ich jetzt aufstehe, da bin ich erst ins Bett gegangen. Und ich habe mich immer für diese Nachteule gehalten, die es wirklich schwer hatte, morgens früher aufzustehen. Die Kinder haben mein ganzes Leben verändert, meine ganzen Vorstellungen von dem Leben und wie ich mich auch in diesem Leben sehe. Und das habe ich verstanden, dass das nicht unmöglich ist, sich umzustellen und neu zu lernen und anders zu sein, als man in seinem Kopf ein Bild von sich hat. Ja, das Bild, was man irgendwie sich eingeprägt hat, dieses Bild kannst du auch ändern. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, früher aufzustehen. Und wenn mich jemand fragt, ja, wie schaffst du das, früher aufzustehen? Das kriege ich überhaupt nicht hin. Ich kann das nicht. Sobald der Wecker klingelt, ich will einfach im Bett liegen bleiben, vor allem jetzt, ja, wenn es dunkel draußen ist, dann sage ich einfach, es geht nicht darum, wie du morgens aufstehst oder um wie viel Uhr, sondern es geht darum, um wie viel Uhr du ins Bett gehst. Das ist eigentlich das A und O. Und wenn du gegen 9 Uhr ins Bett gehst, bist du auch um 5 Uhr ausgeschlafen. Du stehst gerne auf, vielleicht sogar ohne Wecker und fühlst dich eigentlich munter. Und wenn du aber um 12 ins Bett gehst, klar, 5 Uhr morgens aufzustehen wird richtig hart sein. Ich musste mein Leben etwas analysieren und wieso war das immer so schwer für mich oder ist immer noch, es ist immer noch sehr schwer für mich, früher ins Bett zu gehen. Es ist eigentlich die Art und Weise, wie wir unsere Abende verbringen, ja? Vor allem als Elternteil denkst du, ja, mein Abend, das ist Abend für mich, das ist die Zeit für mich und meinen Partner. Die Kinder sind im Bett und jetzt kann ich endlich meinen Abend genießen. Und was machen wir? Normalerweise setzen wir uns vor dem Fernsehen, wir scrollen vielleicht im Handy, schauen uns irgendwelche Instagram-Pages an und gucken uns die Nachrichten an, vielleicht lesen wir auch einmal ein Buch. Dieser Zeitvertreib, vielleicht bekommst du Entspannung, aber so wenig. Du bekommst wenig Entspannung, weil eigentlich bist du müde. Du kommst nach Hause nach dem langen, langen Tag, der mit Stress gefüllt war, bist du endlich zu Hause, bist du dein Abendessen gemacht, das alles aufgeräumt hast und die Kinder im Bett hast. Eigentlich ist es eine gute Zeit, ins Bett zu gehen. Und daran halte ich mich jetzt. Nachdem die Kinder im Bett sind, gehe ich sofort ins Bad und mache mich sofort Bett fertig und ich lese noch ein bisschen Buch, also ich gehe nicht sofort ins Bett, aber ich bin um die richtig frühe Uhrzeit schon im Bett. Und das ist eigentlich das Geheimnis, wie man früher aufsteht. Wieso brauchst du das? Wozu brauchst du das? Würdest du dich fragen. Ich habe für mich gemerkt, dass diese Zeit, die ich abends als Zeitvertreib gemacht habe, ja, das verbindet man mit irgendwelcher freudiger Zeit, dass man sich entspannt, dass man nach langer, langer Arbeitstag, nach einem langen Arbeitstag und vielleicht gehst du zu einer Arbeit, die dir überhaupt keinen Spaß macht. Endlich hast du deine freie Zeit, endlich kannst du dich selbst sein, endlich kannst du dich entspannen. Und du genießt diese Zeit und die Zeit vergeht. Ja, du machst eigentlich nichts Besonderes in dieser Zeit. Du machst auch nicht mal Haushalt so richtig, weil du einfach müde bist. Du liegst auf der Couch, bist eigentlich müde, musst ins Bett, aber bleibst da, weil du denkst, das ist deine Zeit, die du schön für dich nutzen kannst. Gleichzeitig, wenn du aber diese Zeit gegen die Morgensstunden eintauscht, weil es ist egal, welche Zeit, also stundenmäßig ist es egal, ob du 2 Stunden abends auf der Couch verbringst oder ob du 2 Stunden morgens für dich hast. Aber wenn du das tauscht, wirst du sehen, dass diese Zeit, die du morgens für dich hast und für dich dir nimmst, ja, morgens, wird viel besser genutzt, viel effektiver genutzt. Du wirst vielleicht mal endlich irgendwas anfangen, wo du schon lange
zur Seite geschoben hast. Vielleicht wirst du mit einem neuen Hobby anfangen. Vielleicht wirst du dir neue Ziele im Leben setzen, die du erreichen möchtest. Vielleicht fängst du irgendwas an, wovon du dir geträumt hast, aber nie Zeit dafür gefunden hast. Weil morgens bist du sehr effektiv, bist du motiviert, bist du produktiv. Klar, die erste Minute, wo du aufstehst, ist vielleicht schwer. Deswegen mache ich Sport. Sport bringt mir mein Kreislauf in Schwung. Wie ich bereits erwähnt habe, der Körper schüttet Hormone aus, Endorphinhormone. Die Stresslevel, Cortisol, ist morgens sehr hoch. Deswegen wachen wir eigentlich auf. Und das wird aber runtergebracht durch den Sport. Deswegen ist es schön, morgens gleich, wenn du aufstehst, irgendwie sich zu bewegen. Aber das ist wichtig, um wieder wach zu werden. Und wenn du wach bist und nach 20 Minuten wirst du wirklich wach, kannst du die Zeit danach sehr effektiv nutzen. Deswegen, ich habe jetzt für mich ein Challenge. Ich möchte jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehen bis zum Ende des Jahres und zwar auch am Wochenende. Falls du Interesse hast und Lust hast, mit mir gemeinsam dieses Challenge zu machen, schreib mir gerne in den Kommentaren. Vielleicht können wir das gemeinsam tun, weil gemeinsam ist es einfacher als alleine. Und ich möchte dir nochmal die Gründe nennen, warum du das machen solltest oder ich das machen möchte. Für mich, meine Gründe sind, natürlich habe ich dann Zeit für mich und ich habe gemerkt, seitdem ich Mama bin, habe ich ganz wenig Zeit für mich. Und ich bin eigentlich so eine Mischung zwischen extrovertierter und introvertierter Person. Ich mag eigentlich in der Gesellschaft zu sein, ich mag neue Bekanntschaften zu machen, das macht mir alles Spaß, aber ich brauche auch Zeit für mich. Ich brauche auch Zeit, zu sich zu kommen, diese Ruhe zu haben und alleine zu sein. Und seitdem ich Kinder habe, habe ich festgestellt, ich habe gar keine Zeit gehabt, alleine zu sein. Und das hat mir total gefehlt. Mein Energielevel war ganz unten, weil ich nonstop mit Kindern war. Und als sie dann im Kindergarten waren, dann ist es auf der Arbeit, dann hast du trotzdem Menschen um dich herum und hast nicht diese Zeit für sich. Deswegen sind diese Morgenstunden für mich sehr, sehr wichtig für mein Selbstbefinden, für die Zeit, die ich mit mir verbringe. Ich habe plötzlich die Zeit für meine Hobbys. Ich habe nicht so viele Hobbys, aber ich versuche zumindest, also dass es mit dem Sport, dass es regelmäßig wird. Und YouTube ist eigentlich mein Hobby, was inzwischen zu einem Job geworden ist, weil ich ziemlich viel Zeit hier investiere. Und das ist die Zeit, wo ich reflektieren kann, wo ich meine Gedanken sammeln kann, weil abends bin ich einfach im Abendmuffel und ich, da komme ich nicht dazu, irgendwie über große Sachen und Ziele nachzudenken. Aber der wichtigste Grund, wieso ich früh aufstehe, ist, weil der Tag, ich habe es gemerkt, der Tag danach sieht komplett anders aus und verläuft komplett anders und es fühlt sich komplett anders an, als der Tag, wo ich gleichzeitig mit meinen Kindern aufstehe zum Beispiel. Gleich Reaktion zeige und gleich auf die Bedürfnisse meiner Kinder eingehe. Der Tag sieht ganz anders aus. So sehen auch die Wochen anders aus. Und wenn du so tolle Tage hast, hast du auch tolle Wochen. Hast du auch tolle Monate und hast du tolle Jahre. Und im Endeffekt hast du ein tolles Leben. Und es beginnt alles mit dem Morgen. Weil der Tag von uns ist eigentlich unser Leben in Miniatur. Und wenn wir den Tag toll verbringen und schaffen, unser Energielevel hochzuhalten, so wird auch unser Leben sein. Und das ist meine Motivation und ich challenge mich jetzt 66 Tage lang. So formen sich die Gewohnheiten, sagt man. Früher war das 21, inzwischen sind 66. 66 Tage lang. Auch am Wochenende um 5 Uhr morgens aufzustehen. Vielleicht machst du mit, schreib mir gerne in den Kommentaren. Schau dir auch mein Video an, wie ich meine Morgenroutine mit meinen Kindern und Flylady-System gestalte. Auch habe ich ein Video zur Morgenroutine gemacht, wo meine Kinder kleiner waren. Vielleicht hast du Lust, das anzuschauen. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao.